Das ist meine 9. Ausstellung in der Galerie Nix St. Stephan und die erste in der Domgasse, die neuen Räume von der Rosemarie Schwarzwälder. Die Ausstellung heißt M aller D, F ohne B. Das ist ein Rätsel diesmal, ein Rätsel, der Titel ist ein Rätsel, der vor der Ausstellung entstanden ist. Und die Ausstellung bezieht sich quasi auf kryptische Weise auf diesen Titel. Das ist ein Geheimnis und sollte man vielleicht selber herausfinden. Wenn man es aber herausgefunden hat, muss man es niemandem erzählen, sondern soll man für sich behalten. Ich zeige in dieser Ausstellung eine Installation sozusagen, eine räumliche Installation, gleichzeitig auch eine Installation in dem Schaufenster, in der Vitrine sozusagen, sodass man zwei Arbeiten auch von außen betrachten kann und von innen. Und da vielleicht gehen wir mal kurz dahin, da gibt es zwei Vitrinen, die kann man von außen anschauen. Die beziehen sich auf eine Arbeit, die ich vor einigen Monaten gemacht habe, in einer Kunstmesse, wo also reale Vitrinen, die 2 Meter hoch sind, und da sind kleine Wandmalereien drin. Die Wandmalereien sind ja bei mir immer site-spezifisch, also auf den Raum bezogen. Und in diesem Fall habe ich quasi eine ironische Umkehrung gemacht, nämlich Malereien für die Hosentasche, Pocket-Size Wall Paintings. Und die sind in diesem realen, in dieser Originalvitrine drinnen gewesen. Die Vitrinen haben wir mit dem Museum für angewandte Kunst gehört und sind unter Denkmalschutz und sind wieder zurückgekommen. Und dann wurden nur diese Arbeiten übrig. Und jetzt habe ich eine verkleinerte Version gemacht mit noch kleineren Wallpaintings for Pocket Size. Und das sind die, eine volle und eine offene. Und hier sind ganz kleine Wandmalereien, auch im Hintergrund gibt es auch so ein bisschen Hinweise auf die anderen Arbeiten, also die Augen, das Zickzack, auch das Video-Ping-Pong ist hier und es sind ganz winzige, auch ein bisschen gefundene Sachen drin, also es ist ein bisschen eine ironische Umkehrung von dieser grandiosen site-specific Arbeit. Dann hier auf dieser Seite gibt es eine Zeichnung, die sich sozusagen selbst kommentiert. Die Zeichnung ist eine eigentlich ganz einfache, ganz Abstraktion, aber sie ist begleitet von der eigenen Abbildung. Also das ist die Abbildung, ist sozusagen schon integriert im Original. Auch wieder so ein Spiel von Realität oder Original und Dokumentation. Ich sage also nicht Fälschung, weil das ist natürlich alles ein Original. Und weil ich mich ja überhaupt sehr beschäftige mit den unterschiedlichen Medien. Das heißt also, jedes Medium hat so eine bestimmte Bedingung. Und die Bedingung eben bei diesen Sachen hier ist, dass das Medium ganz was Ungewöhnliches ist, also eigentlich eine visuelle Umkehrung, nämlich diese Arbeiten sind entstanden aus dem Sonnenlicht oder mit dem Sonnenlicht, dass sie belichtet werden sozusagen nur von der Sonne auf ein ganz normales farbiges Papier und nur die Zeit lässt diese Arbeiten entstehen. Also es wird etwas abgedeckt, alles hier abgedeckt und dann, also in dem Fall ist dieses Haus abgedeckt und das rundherum ist der Sonne exposed und das heißt, dass es bleicht, dass also etwas weggenommen wird von dem Papier und nicht dazugegeben. Und dieses Wegnehmen von Farbe durch die Bleichung lässt etwas Neues entstehen, also eine neue Farbe entstehen. Und das ist für mich als konzeptuelles Denken sehr interessant, dass man eben nicht diesmal was dazu gibt, sondern dass man etwas wegnimmt. Und das Interessante ist auch dabei, dass es ohne Glas ist. Es sollte auch ohne Glas sein, dass man diese Stofflichkeit der Lichtarbeiten irgendwie fühlen kann. Es hat so etwas Magisches irgendwo. Man weiß nicht recht, was es ist. Es gibt auch viele Leute, die sich dann wirklich grübeln, was das sein könnte, ob es ein Druck ist oder ob es ein Spray ist oder was immer. Aber es ist ein ganz simpler Prozess mit der Sonne eben. Das ist aber sehr lange, also das sind ungefähr 2, 3 Jahre sind die belichtet. In diesem Fall sind es sogar 20 Jahre belichtet. Das heißt, das ist wie eingebrannt sozusagen. Und wie man ja sieht, ist meine Arbeit sich immer auf den Raum bezogen. Da gibt es eben ein neues Gesso-Arbeit und das ist in diesem Fall diese Arbeit, die hat keinen Titel
Und man sieht auch da schon, das ist eine Verschiebung zwischen Fläche und Raum, also eine sogenannte, ja, so eine Verflechtung von räumlichen und flächigen Denken. Diese Wandmalerei natürlich, die ist wirklich immer konzipiert für den realen Raum, aber nicht nur, dass man jetzt die Wand einmalt, sondern ich mache das ja nicht so quasi als Konzept, dass ich eine abmesse oder irgendwas, sondern es ist immer der Blick, der mich da leitet. Und es ist auch so, wenn man hier bei der Tür hereinkommt, dann hat man natürlich hier so ein Gefühl, dass sich diese Säule, die vorher nur ein Vorsprung ist, dass sich das löst von der Wand und dass diese Flächen unten, die müssen natürlich ein bisschen verschoben sein, eine Spur verschoben sein, dass ich das Gefühl habe, es gibt hinten einen zweiten Raum. Und dann diese Fläche hier, die sich dann ganz spitz zulaufen, die spitz zuläuft, die hat natürlich dann so eine Öffnung auch. Und das sieht man auch rechts bei dieser Malerei, bei diesem Gesso-Piece, wie ich meine Malereien benenne, dass sich das dann öffnet in den Raum. Und der Raum öffnet sich ja in dem Fall wirklich. Also ist auch wieder so ein Spiel zwischen Räumlichkeit und Flächigkeit. Also der Raum selbst wird zum Bildträger, so kann man das sagen. Also das sind die verschiedenen Ebenen eigentlich, die ich in meiner Arbeit habe. Es gibt ja auch frühe Arbeiten mit Video. Ich mache auch kleine Videos, die in bestimmten Zusammenhang gezeigt werden. Grundsätzlich kann ich sagen, dass die ganze Arbeit von mir immer aus diesen Selbstreflexionen entsteht. Also auch die Lichtarbeiten, die werden nicht einfach produziert, sondern haben damit zu tun, dass ich in verschiedenen Wohnsitzen so quasi das allein lasse und dann wie ein Gärtner nach Monaten das aufmache oder nach Jahren das aufmache und es entsteht etwas. Und das hat nur mit meiner Lebensweise zu tun, genauso mit den Zeichnungen, die transportabel sind. Ich versuche also grundsätzlich mit meiner Arbeit eine effektive, effiziente Materialität zu haben, die eigentlich ganz wenig Aufwand bedeutet, aber trotzdem einen maximalen visuellen Effekt hat. Also mit wenig Mitteln einen Effekt. Auch die Wandmalereien sind ganz einfach, das ist nur Pigment und Wasser und wird selbst gemacht. Ich habe da keine Assistenten, weil es ist eine gewisse Oberflächlichkeit, die kann man nicht einfach delegieren. Das ist dann auch ganz direkt. Ich stehe immer vor dem realen Raum oder im realen Raum und überlege mir dann, wie das Ganze wirken kann. Also es ist nicht ein Konzept, dass man es einfach überträgt auf den Raum. Das würde ich also jetzt als Grundsatz hinstellen.